Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, wir sind wieder mal auf der Sieben Berge unterwegs in der Seasons-Variante. Wir sind bereits in Folge 24 und stehen den Berg an auf dem Weg zur Altstadt, so wie es aussieht. Überall schön die Fachwerkhäuser. Kriechen gerade hier den Berg hoch. Fußgängerwege, Treppen rauf, runter. Da liegt noch, habt ihr das gesehen, noch ein Klassiker. Viele nicht eher jugendliche werden sagen, was ist das für ein gelbes Teil, das kenne ich gar nicht. Und wenn jemand sagt, da sind die Leute früh hingegangen zum Telefonieren, dann kommt schallendes Gelächter, schätze ich. Aber so ähnlich sieht das halt aus. Telefonzellen. Was für ein Spaß. So. Wow. Ganz schön hier mit Kirche und allen drum und dran. Die Kirche wird hier auch im Dorf gelassen. der war schlecht, ich weiß. So. Hier das Gelände. Also ist alles relativ schön angelegt, muss ich sagen. Schöne Hallen und sowas. Das hier sieht aus wie ein Kühlhaus. Ha, Scherz, das soll ja auch eins sein. Und das hier scheint der Verkaufspunkt zu sein. Wie groß auch immer er ist, ich lasse mich jetzt mal überraschen. Wir machen das mal ab und gucken auf welcher Seite, da, und dann ist abladen. Ja, das wird schön weggezählt. Da bin ich jetzt auch mal gespannt, wie viel Kohle wir damit zusammenkriegen. Das könnte ja durchaus was Spaßiges sein. Aber meine Vermutung war richtig mit dem Geld, was ich sagte, dass wir über 40.000 reinkriegen. Das sind sogar 46.000 geworden. Das ist doch mal, ich würde sagen, dafür konnte man echt eine Runde hinfahren für 46.000. So, ich würde sagen, jetzt fahren wir irgendwie wieder zurück. Ich hege irgendwie die Vermutung, dass ich hier nicht mehr durch die ganzen kleinen Ecken fahren will. Deswegen fahre ich jetzt mal hier lang. Ich glaube, das wird auch irgendwie klappen. Ich glaube, das ist nämlich die Straße, die beim Shop rauskommt. Ich bin gar nicht sicher. Wir müssen auf jeden Fall hier in die Richtung. Die ist grob auf jeden Fall schon mal gut. Lass uns mal überraschen. Können wir uns ein bisschen die Gegend angucken. Es sieht aus wie ein schöner Bahnhof. Ja, hier schöne Einlagerungsmöglichkeiten. Kehr ein bisschen. Die berühmten Schildchen da an der Wand. Ja, das hier dürfte irgendwie eine Auffahrrampe, um auf den Zug was raufzufahren. Echt? Noch mehr Verkehr. So. Ja, das hier ist der Shop, wenn ich mich nicht täusche. Das heißt, wir müssen jetzt hier rechts ab. So. Shopschild haben wir nicht gesehen. Und jetzt müssen wir mal gucken. Entweder ist der Gruber jetzt schon gleich saumäßig schnell gewesen und das ist nicht so toll. Oder wir müssen ihn mal anhalten, ihn an der Seite abkuppeln und schnell was düngen. Oder wow, ich würde sagen, das ging gerade mal gut. Oder wir haben noch Zeit, den Hänger wegzubringen, wollte ich sagen. Das werden wir jetzt aber gleich sofort sehen, weil wir sind schon auf dem Weg zu unserer beliebten 3. Ja, geliebt ist vielleicht das falsche Wort, aber zur 3 auf dem Weg. Sollten wir auch irgendwie hinkriegen, schätze ich mal. Dudi, dudi, du, los geht's. Fahren, 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 fahren. So, da ist der Streudünger. Da ist der Gruber. Kein Stress. Also wir fahren erstmal hier den Hänger weg. Wir können auch schön zwei, drei Bahnen machen. Ist gar kein Ding. Das passt schon alles. Das ist gut. Wir fahren erstmal schön den Hänger weg. Vielleicht haben wir auch bald alle vier auf einem Feld am Laufen. Aber damit ich die Sämaschine rübersetzen kann, müssen wir natürlich erst noch eine Runde auch hinter dem Gruber hinterher düngen. Wow, ruhig, ruhig. Ihr seht selber, hier ist so langsam Gras drauf. Das heißt, das könnten wir theoretisch gesehen mähen. Ja, da gab es leider schon wieder mal eine kleine Unterbrechung. Aber wir sind schon wieder da, so schnell geht's. Haben nur ein paar Sekunden verpasst. Und klappt alles. So, gut, ja. Ich muss zugestehen, wir müssen echt mal sehen, wie wir es denn hier machen oder wie wir es jetzt tun oder was auch immer. Ich fahre ihn jetzt hier erstmal rein.
So. Ziehen wir mal eine Runde ein bisschen gerade. Ein Stückchen rückwärts. Bis fast hinten an der Wand. So, läuft, ne? Passt da genau rein von der Länge. So wollen wir es haben. Jetzt müssen wir sehen, dass wir rüberfahren zu unserem Streudünger und den Part mal machen da. So, ja, Gras, ne? Gras wird, werden wir wahrscheinlich machen mit dem John Deere. Weil das ist der Flug, der dann als erstes gar nicht mehr benötigt wird. Ne? Alle anderen haben ihre Aufgaben. Die können sie dementsprechend auch dann eine Runde weitermachen. Und dann werden wir mal schön mit dem John Deere eine Runde rasen, sozusagen. Da werden wir mal eine Ladung Gras machen, die wir zur Silage ansetzen werden. Danach müssen wir mal eine Runde Gras machen, was wir zetern werden, damit wir dann eine Runde Heu draus machen können. Und wir müssen auch so eine Runde Gras machen. Wir müssen natürlich gucken, wegen der Technik, die wir kaufen müssten dafür. Darf man ja auch nicht vergessen. Wir müssen ja nicht sehen, dass wir auch einen Ballenwickler kriegen, wenn wir das so machen würden wollen. Bin aber nicht sicher. Ich glaube, wir werden erstmal die Silage ganz normal im Silo da machen. Hauen dann eine Ladung rein, verdichten den Spaß, decken es ab und gut. Aber ich weiß nicht, ob wir das Gras überhaupt lose einlagern können. Aber ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, wir müssen alles in Ballen wegpacken. Das ist der Punkt. So, warum ich die Klappe aufgemacht habe, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nur, dass ich jetzt hier noch eine Runde den Streudünger fahren lasse. Das passt dann alles schon mal. Ja, da kämpft sich gerade unser Tiefengruppe den Berg hoch. Route 6920 S. So. So, die letzte Düngestufe hier. Ich überlege jetzt gerade. Wir haben gedüngt. Das wird untergepflügt worden. Dann haben wir jetzt gedüngt, das wird untergegruppert. Also ich muss gar nicht mehr ihn hier nochmal da vorne nochmal eine Runde, ne? Nö. Liegt einfach stumpf daran, dass die Seemaschine macht, ne? Da müssen wir gucken, wie weit die ist. Oh, die muss wahrscheinlich noch sogar nochmal gefüllt werden, wenn wir Pech haben, bevor sie fertig ist, aber sie hält sich wacker und sie spürt nicht. Die hat jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bahnen oder sowas, ne? 8 Bahnen vor sich. Also ist ganz okay. Können wir leben. Das Wasser sieht echt sehr schnell fließend aus, möchte ich mal sagen. So, dann gucke ich mir jetzt nochmal eine Produktion an. Jetzt werdet ihr sagen, hä, was ist der Erden vor? Ich gehe jetzt nochmal auf die Molkerei. Begründung ist eine ganz einfache. Hallo, lass mich hier mal hoch. Hallo, war das nicht hier irgendwo? Ja. Hä? Warum wird Käse noch angezeigt? Und habe ich es auf 0? Gehe ich nicht. Okay. Ich werde mal ganz kurz ein bisschen vorspulen, nicht erschrecken. Die springt, seht ihr das? Produziert gar nicht. Irgendwie hängt die Produktion. Das ist natürlich doof.
Bloß warum? Die hier sind alle grün geschaltet. Kann ich gerne mal drauf laufen, dann müsste sie eigentlich rot geschaltet werden. Das ist so rot geschaltet. Ich glaube mal hier rauf, ist die auch rot geschaltet. Gucken wir noch mal. Spur noch mal einen Meter. Ne. Die hängt. Ja, okay, das ist natürlich das Ding in meinem Aufnahmezyklus. Das ist jetzt eh die letzte Folge, die ich mache. Die nächsten werde ich erst einige Tage später aufnehmen, hier, wo sich's aussieht. Das heißt also, wir können dann gucken. Normalerweise, wenn das abgespeichert ist und wieder neu geladen ist, hängt sich so, resettet sich sowas. Die Kuh sieht auch irgendwie witzig aus. Sieht aus wie eine Bahre, wo was drauf liegt. Das ist noch eine Geschichte. Und was runterhängt vor allen Dingen. So, jetzt will ich mir das ja auch noch mal angucken. So. Space Exhibition and Bar. Ja, ich würde sagen, das ist eins der alten Verkaufshäuser, wie man es auch von Dings ja noch kennt. Und irgendwie ist hier gar nichts drin sonst. Okay. Das ist einfach nur ein buntes Haus. Auch schön. Hier noch irgendwas zu sehen? Ne, ist irgendwie leer und verlassen. Das ist nicht so toll. Das sieht auch nicht so sonderlich begeisternd groß aus. Kleiner Fußballplatz, Wasserlager. Was haben wir hier denn Schönes? Ah, Kartoffelgeschichten, okay. Sieht wenigstens so aus. Alles kein Ding. Nee, okay. Ja, aber wie gesagt, da war natürlich jetzt natürlich doof, dass das jetzt hängt. Dadurch verlieren wir jetzt natürlich ein paar Minütchen, aber. Wie gesagt, das kriegen wir alles hin. So, er hier ist auch bald durch. Damit haben wir dann hier eine Chance, mal mit dem Graspaar zu gucken. Oben geht gerade die Leuchte an beim Pfänd, weil er nur noch 9% hat. Das ist natürlich nicht ganz so toll. Unser Grubber schmettert hier auch schön durch. Das ist auf jeden Fall toll, weil da soll ja die Sämaschine hinterher. Und unser Streudünger wartet hier. Der kann aber schon wieder eine Spur machen, so wie es aussieht. Das machen wir dann auch mal. Wenn er dann fertig ist, machen wir noch eine weitere Spur und dann haben wir das. Traumhaft. So muss das sein. Und irgendwann müssen wir mal gucken, ob wir die 4 schon düngen können. Oder ob wir tatsächlich noch warten müssen. Das weiß ich gar nicht mal so genau. Müssen wir aber mal ein Auge drauf werfen dann, ne? Das können wir aber gleich mal ausprobieren, indem wir jetzt mal einfach mal kurz ranfahren und mal testen. Hier muss er eh noch ein paar Bahnen machen, bevor es hier weitergeht. So, das ist die 5, die mache ich natürlich nicht. Die ist komplett gedüngt. Wir müssen einmal hier vorne auf die 4. Mal gucken, ob wir das machen können. So, nimmt er hier die nächste Düngephase? Na, wie ihr seht, seht ihr keine farbliche Veränderung, wird nicht dunkler. Damit macht das auch nicht. So gut, ja, dann fahren wir hier wieder ans Ende, dass wir da die nächste Spur machen können. Dann müssen wir jetzt mal gucken, ob wir gleich nochmal die Sämaschine tatsächlich nochmal füllen müssen und nochmal rüberfahren müssen. Weil die ist jetzt bei 1%, das ist nicht so super toll. So, okay, ich lasse mal hier kurz Pause machen. Wir gehen natürlich jetzt auf ihn rauf, ja. Ihr seht selber, es wird jetzt für 2 Spuren den Spaß zu Ende bringen hier. Aber ich werde ihn jetzt auch dementsprechend dann hier einfach anhalten. Also, wir müssen die letzten 3 Spuren machen, wenn wir hier stehen. Ich fahre jetzt mal hier lang zurück. Füllen ihn auf. Machen die 1,5 Spuren, dann können wir ihn auch gleich aufs nächste Feld schicken. Theoretisch gesehen sollten wir über die Wiese fahren können, weil hier ist momentan eh noch keine Tiere drauf. Sollte keinen Stress geben. So, da sind wir.
auch schwer zu bremsen. Ne? Irgendwie wollte er mich jetzt gerade nicht laden lassen. Das ist gut. Irgendwie will er einiges nicht, weil hier vorne ändert sich. Seht ihr es da? Auch das wird mal schwarz, mal so, mal so. Also irgendwo scheint hier gerade ein bisschen was zu hängen auf der Karte. Ich schub's doch wieder die Leiter durch die Gegend. So, da kann ich jetzt doch endlich auffüllen. So. Ja, aber die Folge ist leider schon wieder zu Ende. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Würde mich natürlich sehr über einen Teil oder ein Abo dementsprechend dann freuen. Ja, wenn irgendwelche Ideen, Vorschläge habt, dann macht das. Und zwar im Kommentarbereich einfach. Einfach die schönste Methode sozusagen. Dann seht ihr jetzt noch hier schön, wie ich hier überall gegenfahre. Ne? Schön die Übergangsdinger hier schön anknutter sozusagen. Ja, natürlich bedanke ich mich auch bei all denen, die mich schon die ganze Zeit unterstützen. Und ja, ich würde sagen, ich fahre die paar Meter hier noch eben kurz rüber. Stelle ihn wieder an die richtige Stelle hin, damit es dann nächstes Mal dann passend weitergehen kann. Und dann läuft das Ganze. Wir müssen hier nur einmal über die Straße über hin. So. Gibt es noch ein paar Bonusminütchen sozusagen. Ah, nicht mal das, ne? Sind nur ein paar Sekunden gewesen. So, hier sind wir auf jeden Fall richtig. Ja, dann sage ich nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.